So, Kinder, es gibt Frühstück. Ah, Tommy hat einen Pickel auf der Nase, ist ja furchtbar. Genau auf der Nase? Ja, aber nein. Seht man. Bist du wach, hast einen Pickel, bist du Pubertät wieder. Telefon, ja. Ach nee, deins. Ja, bitte? Ja? Bei schönem Wetter mache ich immer 5 Minuten später auf. Ich bin leider. Bis gleich. Ciao. Ich stehe vor dem Fahrradschalter. So, moin. Gestern hatte ich so ein Problem. Ich sollte das Fahrrad zurückbringen. Ja. Und dann habe ich da gesehen, Fahrrad mieten und bin da gegangen. Ja. Und das war schon zu. Ja. Und dann habe ich dort, ich habe gedacht, das ist das der Laden. Habe ich dort geschlossen und den Mann angerufen und SMS geschickt und so. Und später hat er mir geantwortet, du bist bei falschen Laden und musst du jetzt Fahrrad wegmachen, weil ich brauche morgen. Dann bin ich wieder gekommen und habe hier den Fahrrad umgestellt. Ja. Also das ist dieser letzte. Aber hier war schon dann zu. Ja. Und so habe ich es nicht geschafft gestern. Ja, kein Problem, oder? Aber ist ja in Ordnung. Alles gut sonst? Ja, alles klar, okay. Okay. Einer verwechselt. Und ich habe noch nicht mal einen Stream an. Tada, tada, tada. Streamer machen. Jetzt. Stream ist an. Stream ist an. Oh, habe ich vergessen anzuschalten. Entschuldigung. Bei Ostern war. So, ich habe jetzt gerade keinen Computer hier unten. Weil, wie meine Tochter sagen würde, weil. Fertig. Oh, Hilfe. Weil nichts kann. Faul. Faul. Sagt Thorsten immer. So, Luft drin, Licht drin. In die Kabuchte. Oh, ich muss mal in mein Fenster muss mal gebaut werden. Muss ich selber jetzt bauen. Guten Morgen. Ja, habe ich schon gesagt, war. Ist ja auch real. Guten Morgen auch an euch. Ich leg los. Ich baue aus. Ich pack raus. Die Straße ist total ruhig, als würden sie alle noch schlafen. Aber. Oh, ich habe eine verrutzte Nase. Ja, bis gleich. Samstag ist wieder Aufräumtag, also die Ecke ist heute dran. Das sieht furchtbar aus. Ich mag das nicht. Wie das aussieht, finde ich furchtbar. Da Müll drauf. Ah ja, ich schalte mal gleich wieder ein. Das ist ja langweilig. 18 Minuten Langeweile schon, wenn es sauber ist. Erste Verkauf heute. Ja, 2 Quarzuhren. Ja, läuft. Reparatur. So, haben wir Litte. Auch mal gemacht. Einmal trocknen und wieder anbauen.
Sattelstütze. Schraube. Fest. Kriegt man nicht mehr raus. Was muss man machen? Aufsägen. Kompliziert aufsägen. In dem Fall ist es ja nicht so kompliziert, weil Sattelstütze hing raus. Da haben wir Glück gehabt. Wäre die Sattelstütze fest, wäre es komplizierter. In dem Fall geht das eigentlich. Ist ein bisschen hoch jetzt zum Flexen. Ich stelle es auf den Boden. Tut mir leid. Ich kann es jetzt nicht in Filmhöhe machen. Das muss ich auf den Boden machen. Brauchst du Hilfe? Ja, verkaufen Sie den Fahrrad auch? Ja. Was suchst du? Ein gutes Fahrrad. Ja, das ist nicht für mich. Herzlich willkommen. So, ja, sag mal, Richtung. So, ja, then we have here the exactly 200 Euro bike. Very fast, very good, very output sprint. Well, I kind of want more of a road bike. Yeah, it's a road bike. Put it on the road, that's a road bike. Put it on the road, it's a road bike. Put it on the road, then it's a road bike. It's a road bike, it's a road bike, it's a road bike. I want a road bike. Jetzt hört mal auf, ich mach den Rahmen jetzt nicht kaputt. Ist ja auch... Jetzt nicht unten hier. Ich gebe mir die größte Mühe mit meiner Sorgfalt und alles. Ja, bitte. Ja, toll, ja. Wie ein Elefant im... Richtig. Ciao, ciao. Ja, nicht viel. Was fehlt denn jetzt noch, Kinders? Nee, nicht die Sattelstütze. Das habt ihr falsch verstanden, Kinders. Die Sattelstütze ist draußen. Es geht nur um diese verfickerte Schraube, die auf der einen Seite diese komische, den Pinöpel dran hat, der das im Rahmen fixiert, der natürlich nach 30 Jahren nicht mehr im Rahmen fixiert. Und man kann von der anderen Seite nicht mehr aufschrauben oder weder auf noch zu. Darum geht das. Einfach nur raus, einfach nur ab. Einmal schnorcheln, bitte. Also hier, da, immer noch fix. Einmal fax. Achtung, wird laut. Ey, völlig unspektakulär. Riesenereignis. Seite Nummer 1. Heiß, 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 heiß. Hier, machen wir live erklären. Hier, guck mal hier. Da ist so ein Pinöpel dran. Da. Und der soll im Rahmen greifen, der greift aber nicht mehr, weil der schon rund ist, so rund hier flubbelt. Ja, der Rahmen sieht ohne doll aus an der Stelle, deswegen kommt da jetzt eine neue, ganz andere drin. Jetzt holen wir mal eine neue. Ich zeige euch auch mal hier, wie der Rahmen aussieht. Könnt ihr mal sehen von der Seite, deinem Block. Seht ihr das denn? Hier total ausgelutscht. Da greift natürlich nicht mehr. Ja, muss man halt neu machen. Der Mika ist da, wie schon immer da. Du hast denn ganz alles aufgeräumt. Ich hab nie, naja, ich hatte... Oder ist Frau gekommen? Nee, wie? Was schlimm, ey. Das ist doch wirklich voll aufgeräumt hier. Das ist überhaupt deine Werkstatt? Nö, da habe ich mich einfach beim Nachbarn. Ich bin ja so Mietnomade. Ja. Ich versetze so wie Otto immer diese Wand im Hof immer so. Bist du noch mit dem Müll? Wo wir mal die ganze Wand hochgehoben hatten, einfach über den Müllhaufen drüber gehoben. Der Hof wurde immer kleiner. Wisst ihr denn, bei welchem Film das war? Bestimmt einer der ersten. Das ist eine sehr, sehr, sehr vergängliche Vergangenheit. Das Otto der Film halt, ne? Das kann schon sein. Du musst mitkommen. Nee, zu spät. Der Zeiger schon alt gemacht. Lenkt ab! So!
Kleine Dresche. Meine Kunden sind zufrieden, sie haben einen guten Stream. Meine Kunden sind zufrieden, deswegen sind sie mir geblieben. Der Thorsten hier ist da. Ja, Mensch, Leute. Ich bin jetzt gerade draußen, weil Thorsten ist jetzt da und jetzt habe ich hier mein Essen tatsächlich gemacht. Jetzt kommt Thorsten. Ah, nicht sauer sein, ich bin dann gleich wieder da. Okay, was? Ja, schauen. Nummernschild. Bau. 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 Wolfgang erzählt aus der Jugend, Achtung. Ist das eine neue Kamera? Nö. Das sieht neu aus. Nö. Ja. Meine Jugend, ja, meine Jugend. Wenn wir gerade was, könnten wir mal mit durch sein, heute mal überlegen. Ja, dann überleg mal, vielleicht ein Problem, wir haben ja noch Zeit. Wie viel haben wir denn noch Zeit? Wie viel müssen wir da noch verlabbeln? 10 nach 9. Wie bitte, was? Ja, 21:10. Was? Ja. Nee, zeig. Hallo, ich schwindel dir nicht vor. Wo denn? Ach du Scheiße, es ist Feierabend. Ja, er sagt 21:10. Oh Gott, dann ist er ja nicht gekommen. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich dachte. Das sagt er, wenn einer auf was wartet und dann was verspricht, wenn ich komme, das ist der. Ende bist du der Anja. Ende ist man der Anja. Na logisch. Guck mal, ich sag dir immer wieder. Mir geht's. Weißt du, wenn einer, ich sag's immer wieder, ist ja alles schön und gut. Wenn einer so was verspricht, ja, und nicht hält, ja. So geht es daher, bei dir weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber bei mir ist es wieder so. Da bin ich sauer, ja. Na, ich weiß ja, bei Dennis, dann ist er bei seiner Oma, das ist ja auch in Ordnung, soll er Geburtstag feiern. Das habe ich ihm ja vorhin auch gesagt. Habe ich ja natürlich auch Verständnis, das ist alles richtig, soll er machen. Ja. Hat mich auch so ein bisschen gefreut. Ne? Ja, trotzdem war es ruhig heute bei dir, wa? Ja. Also Kleinigkeiten so, aber so. Aber im Grunde genommen war das doch ruhig. Das ist passiert, richtig. Und dann fertig. So, was macht denn die Tina überhaupt? Die spielt draußen? Wer? Die Tina. Die mal so schrien. Ja, die ist draußen wieder. Ja, das war ein Zufall. Ich wollte ja schon mal fahren. Ich hatte die, waren jetzt die Woche mal immer gesehen, ja. Na, weißt du doch, dass sie draußen ist. Da hat er sich gefragt, ob die schon wieder drin ist. Ja, ob die drin ist, ja, ob die schon wieder drin ist, so habe ich gemeint. Also,
Und die haben mich angeguckt, weil ich da war ich draußen. Naja, jetzt schon wieder. Ja, die ist draußen, ja. Das ist ridiculous. Hast du mit dir schon gesprochen, ne? Ja. Und wie geht's dir denn wieder etwas? Ja? Alles gut. Also, ich werde ein bisschen empfangen, ja? Ich krieg Medikamente und dann geht das. Ja, ist ja so. Bei so einer Krankheit da. Ich kenne es ja. Ich war ja auch mal in der Psychiatrie gewesen, wisst ihr ja, wa? Wisst ihr nicht? Hast du so erzählt mal, ja. Ja, war 4 Wochen oder 6, 4 Wochen war ich mal drin gewesen. Aber in einer normalen, nicht in der Neuköllner. Also, da sind Leute. Ich mal lach da drüber. Die nicht so gut geht, die bleiben 8 Tage drin, lassen sich da. Und dann, genau. Dann gehen sie wieder raus. Ja, alle. Kannst du freiwillig rennen, wie ist? Mal abschalten. Ja, mal abzuschalten. Manche bleiben wohl länger drin, je nachdem, wie sie sich schon. Fernseher hier, wir machen nur, ja. Wie gesagt, das muss 2004 gewesen sein, wie ich da drin war. Da hat er gerucht und da war so ein Zimmer, da waren so ein Kumpel, war ja ein Türker und alles Wichtige. War interessant. So. Und immer dann abends ist es, jetzt will ich auch mal eine Tasse Schokolade ausheben, wa? Weil da so viel warm war, die Küche da drin gepackt, wa? Ja. Und wenn meine Küche nicht, und ich will die Schokolade aus dem Kühlschrank da rausholen, und ich sagte, wo ist denn die Schokolade, da haben die mir die Schokolade auf die Klotte aufgefressen. Wie gesagt, das ist mal ruhig gelobt, die haben versucht zu klauen, in den Zimmer drin gegangen, also wie gesagt, du musst natürlich viel durftest du da nicht haben, ich habe die Aussagen auch gekriegt, mal 2 oder 3 Stunden, mal jeden Tag. Dann haben sie mir einen Zettel gegeben, dass ich dann wieder abends wieder rennen musste, ja, oder so 3-4 Stunden, ja. Nee. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht wieder rennen. Ja. Meine 4 Wochen oder 5 waren nicht reich. Das war gerade den Tag, wo nach Muttertag, also den Sonntagabend, ja. Wir haben eine bekannte Dampferfahrt gemacht und wir haben alles schön und gut. Und abends auch immer so eine Depression gekriegt, eine Angst auf immer, wir wissen nicht. Vor was denn? Keine Ahnung. Vor was hattest du Angst? Weiß ich vor was? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Kann ich ja nicht sagen. Angst, aber warum? Angst, das ist die Depression oder irgend sowas. Weil ich mich mit dir freut. Ich hab dann aus dem Fenster gekriegt, Hilfe gerufen, naja. Da hat mir das Feuer angerufen, naja, da trinken sie mal was. Über die Kabel, wüsste ich nicht. Und 2 Stunden später haben wir wieder reingebracht. Naja, da haben sie mir Oberkrankenhaus geschafft. Und da haben wir gesagt, 8 Stunden habe ich da gesessen, von 1 um 10 oder 11 bis alle morgen um 6 Uhr. Und da aus haben sie mir nachher mit der Feuerwehr weiter rübergebracht und in Köln. Und die haben sie immer fest verteidigt. Ob ich normal bin, ob ich nicht normal bin, weiß ich nicht. Also schreiben kann, wenn ich das alles noch kann, wenn ich das da kann. Dann haben wir den Arzt untersucht, dann bleiben sie mal jetzt hier.
Ich habe einen Vorbildstand gewesen damals. Ich habe mir irgendwo halt gesagt, ich hatte Angst. Ich wollte mal richtig meinen Körper untersucht haben, wie wurde sein. Weil ich innerlich, ich hatte irgendwas gehabt, ich wusste nicht was. Und da haben sie gesagt, naja, da haben wir festgestellt, da haben wir gesagt, sie haben ja nicht. Mit der Arzt steht Ohren hat und alles wirklich. Bis ich nach 4 Wochen nachher wieder konnte ich nicht raussehen. Ich konnte wieder essen, habe ich gekriegt, Armut war gut, Mittag war gut. Ich konnte mich da überall beziehen, ich konnte nicht an die Kamera rauslaufen. Ja. Deine Mädchen so ging. Ich habe ja nicht so viel Hinterkopf. Nee, das ist ab mein, ja, weißt du, das ist ja so bei mir. Ich brauche ja. Das ist ja, dass ich viel unter Leute komme, wa? Das ist ja nur so gefehlt, wa? Da bist du ja. Ja, das wüsste ich gerade. Ich meine, so, boah, im Jahr hatten wir auch, aber ich hasse ja keinen, wo man sagen, damals zusammen bist du damals zusammen bist, ne? Weil ich puzzle darum. Das hätte man jetzt noch, dann vergesse ich dann das Mittagessen oder das Abendessen, ja. Das ist auch schon mal passiert, ja. Das ist also Frühstück gut, da können wir sich 2, 3, ach naja, eine halbe Stunde kannst du ja machen, ist dann der Arm und ist das raus. Ja. Ich hab ja da draußen alle reinzukommen, am Liegen und am Netto und alle hoch, ja. Ach Mensch. Weil ich vorher auch nicht hatte, ja. Warst du schon mal im Jahnpark? Nee. Das ist ja so, weißt du, du kannst ja da ja nicht mehr hingehen, wenn die anpacken. Ist das so? Ja. Also vorne, weißt du, wenn du so, so in den Bauhaus und den ersten Gang da wieder, das sind die Schwarzen da rausgibt. Hasenheide meinst du? Ja, Hasenheide. Ja, gut. Aber ist das so. Der Rückfahrung wollte ja kein Ende machen, die will jetzt weiter quatschen, aber das ist mir jetzt auch zu lang. Ich muss jetzt einfach mal kurz beenden, kurz schließen. Weil ich muss ja auch noch schneiden, ich muss noch meine Familie kurz was machen, ich muss noch später auch noch was essen wieder und naja, sag mal, wisst Bescheid, wir sehen uns morgen eventuell, wenn nicht, dann sehen wir uns am Montag. Schön, dass ihr die Woche durchgehalten habt mit mir. Toll, macht weiter so, erzählt es weiter, denkt dran, immer schön abonnieren und immer schön weitersagen. Und vielleicht können wir irgendwann wirklich mal was bewegen, irgendwann sind wir mal eine große Gemeinschaft oder so. Also sind wir jetzt schon, ich meine, 400 Leute, das ist viel. Das muss man erstmal aktiviert kriegen. Also bis dann, wir sehen uns. Ciao, macht's gut, schlaf gut, habt einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.